Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kalles Buchclub, eurem literarischen Solo hier bei Telekonga. Wir warten ja alle schon wie verrückt auf Mario Odyssey für Nintendo Switch, was in ein paar Tagen erscheint. Und darum ist es doch perfekt, dass wir uns heute mal die ersten 30 Jahre 1985 bis 2015 anschauen in Buchform. Super Mario Encyclopedia. Ein Buch, was, diese Zahl deutet das schon an, im Original in Japan vor 2 Jahren erschienen ist. Und jetzt gibt es eine deutsche Version, der Verlag Tokyo Pop, kriegen wir das größer, so, hat sich die deutschsprachigen Rechte gesichert und bringt das Buch, oder hat es jetzt das Buch rausgebracht in einer übersetzten Form. Das ist die Vorderseite. So sieht der Buchrücken aus. Ich habe die Kamera heute ein bisschen komisch stehen, muss ich das mal. So, das ist Buchrücken und das die Rückseite. Da sehen wir auch das offizielle Lizenzlogo. Da habt ihr nochmal die ISBN und auch den Preis, kostet knapp 30 Euro hier in Deutschland. In Österreich sind es was, ja, ein knapper Euro mehr. Gibt es überall im Buchhandel und da in Deutschland ja eine Buchpreisbindung gilt, kauft es ruhig bei eurem lokalen Händler, muss nicht immer online sein, der freut sich, wenn er euch mal sieht und der Preis ist gleich. Gut, dann schauen wir jetzt aber mal rein. Das Ganze ist ja ein schönes Hardcover-Buch und weiß nicht, ob man das schon so, ein schöner Glitzerdruck vorne drauf, da, bling bling. Auch oben bei der Schrift. So. Und wir öffnen mal die Umschlagseite. Und ich spoiler schon mal, so wie der Anfang aussieht. Ja, diese ganzen Items. So sieht auch das Ende aus. Gut. Dann fangen wir mal an. Hier gibt es ein Vorwort von Takashi Tezuka, ein der Masterminds hinter der Mario Bros. Serie. Oh, der erzählt ein bisschen was hier. Haben wir noch einen Steckbrief. So, dann gehen wir mal weiter. Der Inhalt. Ja, es sind, ihr seht es groß da stehen, Auflistung aller 17 Spiele. Das sind die 17 Hauptspiele. Hier sehen wir nochmal schön mit Jahreszahlen versehen. Hier. Und da es eine sozusagen 1:1 Übersetzung der japanischen Version ist, sind, oder ist das Spiel Super Mario Bros. 2, was bei uns als Lost Levels in der All-Star Collection rausgekommen ist, hier als Super Mario Bros. 2 und unser westliches Super Mario Bros. 2 ist hier als Super Mario Bros. Oder Super Mario USA aufgeführt. Aber ihr kennt ja die Geschichte, ne? Da erzähle ich euch ja nichts Neues, nur mal als Hinweis. Und da es die japanische Übersetzung ist oder die Übersetzung des japanischen Originalbuches, sind auch alle Screenshots vom japanischen Spielen. Ihr habt auch also überall die japanischen Schriftzeichen. Das ist aber beim Mario-Spiel kein Problem, denke ich. Gerade hier bei so einem Buch, da kommt er auch weiter. Alles andere ist schön eingedeutscht, wunderbar. Ja, hier haben wir die 17 Hauptspiele. Aber dann auch Marios Auftritte in anderen Videospielen, dann noch Kolumnen mit Spin-Offs und bla bla bla. Das gucken wir uns alles nacheinander an. So, wo blätter ich am dümmsten um? So, ja, noch ein bisschen Geschichtliches. Und wie gesagt, hier die japanischen Version von den Bildern. Die wichtigsten Charaktere, das ist natürlich ganz wichtig, Mario und Luigi, die Bösewichte und auch die Helden. Hier zum Beispiel, wir haben den Toad, den kennt jeder, dann haben wir einen gelben Toad, einen blauen Toad und ja, ich warte ja drauf, dass jetzt noch eine Collector's Edition von dem Spiel kommt, wo die restlichen 200 farbigen Toads nochmal aufgeführt sind, kommt sicher auch noch. So, und als erstes hätten wir dann natürlich 1985 Super Mario Bros. Also das Buch behandelt jetzt die
im Hauptteil die Jump'n'Runs. Darum fängt es auch 1985 mit der Super Mario Bros. Serie an und nicht mit Donkey Kong oder Mario Bros. Im Automaten. Ne? Nur nochmal als Erklärung. Und da sehen wir, das ist dann halt so aufgebaut, hier das Cover immer. Hier unten ein paar Einzelheiten, wann es rausgekommen ist, Spieleranzahl, wie es aussieht, die Anleitung, das Modul, die Verpackung und auch hier sehen wir, Moment, so, die, ach, ich hab's halt mit der Kamera, die, na, haben wir sie jetzt, so, jetzt aber, die japanische Version, also die Famicom-Version, nicht die NES-Version, aber ich denke, das ist kein Problem. Damit können wir leben. So, also dann werden nochmal die Charaktere vorgestellt, die Moves. Das Ganze schön bebildert noch mit vielen Artworks. Die Feinde natürlich auch. Wie gesagt, das Ganze ist eingedeutscht bis auf die Screenshots. Die Welten. So ein paar Tipps und Tricks haben wir dann auch noch. So, und dann geht es schon weiter. Wie gesagt, jedes dieser Hauptspiele ist so hier aufgeführt. Das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, Super Mario Bros. 2, bei uns Lost Levels, ist dann hier als Nachfolger, als Disk-Version für das Famicom Disk System. Ne? So, der nächste große Meilenstein, ja, haut mich wegen Mario Bros. 3. Aber ich sag mal, die nächste Ära hatte natürlich 1990 Super Mario World eingeleitet. Der erste Auftritt von unserem geliebten Yoshitsugi, unser Lieblingsdino. Und auch da wieder die Charaktere. Yoshi natürlich mit dabei. Und ein Item, was heute eigentlich viel zu kurz kommt. Vielleicht sehen wir es ja in Odyssey mal wieder. Es wäre schön, aber ich glaube eher nicht dran. Da viele, viele Items. Als nächstes Super Mario USA. Bei uns Super Mario Bros. 2. Das Spiel, was im Original eigentlich Doki Doki Panic war. Und dann etwas abgeändert wurde mit Mario-Figuren und darum auch ein etwas anderes Spielgefühl, einen etwas anderen Look hat. Der nächste Quantensprung und einer der größten überhaupt, der Sprung in die 3D-Welt, Super Mario 64 im Jahre 96. Lang, lang ist es schon wieder her. Das ist übrigens auch interessant, da sieht man wirklich mal die japanischen Verpackungen immer von den Spielen. Weil gerade die N64-Spiele und die Super Nintendo-Spiele auch, die japanischen Packungen, die haben immer oder meistens das Cover, das Artwork senkrecht drauf, während es im Westen dann quer war. Und die haben teilweise viel schönere, muss man sagen, Verpackungen bei den einzelnen Spielen. So, gucken wir auch hier mal. Das wird jetzt natürlich immer umfangreicher, weil wir natürlich mehr Items, mehr Welten und bla 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 haben. Ja, eben haben wir es schon angeteased. So, Super Mario Sunshine, ein etwas umstrittener Teil. Viele Fans hat er trotzdem. Hoffentlich sehen wir den auf einer Virtual Console Version auf Switch. Dann im Jahre 2007 Super Mario Galaxy. Das nächste Kapitel in der 3D Mario Serie, was wieder was völlig Neues ausprobiert hat mit diesem Weltensystem und Schwerkraft-Feature. Was man eigentlich schon ein bisschen ausprobiert hatte in Super Mario World 2 Yoshi's Island bei diesem einen Endgegner, der auf der kleinen Kugel rumgelaufen ist, wo man von der anderen Seite dann gegen so Flöcke springen musste.
So, das ist alles noch Galaxy und da, ja, die Rückkehr der 2D-Marios im Jahre 2009, obwohl, Quatsch, die hatten wir eigentlich vorher schon, gell? Es kann natürlich sein, dass jetzt erstmal nur die Konsolenversion sind, weil vorher hat man noch Mario Bros. Auf dem DS. Das ist jetzt die Wii-Version, Multiplayer zum ersten Mal. Da hatten die natürlich auch ihren großen Auftritt, die farbigen Toads. So, Super Mario 3D Land. 2011 für den 3DS rausgekommen und dieses Spiel hat ja dann die Tugenden eines 3D Mario von der Grafik her und eines 2D Marios von der Struktur, also Level Anfang, Level Ende, hat das zusammengeführt. Eines der wenigen Spiele, die den 3D-Effekt des 3DS auch recht gut, gerade bei den Sprüngen, ausgenutzt haben. War natürlich auch in 2D spielbar. So, 2012 Super Mario Bros. U, die 2D-Version für die Wii U, Starttitel damals. Hat der Wii U trotzdem nicht viel geholfen. So, dann haben wir hier noch, hat er schon wieder überblättert. Ja, Super Mario 3D World hat das Konzept weitergeführt von 3D Land und auf die Wii U gebracht. So. Und dann haben wir hier hinten schnell, ach ja, die Stempel, wir erinnern uns, fürs Miitomo, ne? Da steht da 85 Stempel, ihr habt sie sicher alle gesammelt. So, und dann sehen wir hier nochmal eine kleine Zusammenfassung von Mario, als er noch nicht super war. Seine Auftritte in Donkey Kong, Automat oder auf dem Game & Watch. Hier auch Game & Watch Teile. So, und dann haben wir hier nochmal Marios Auftritte außerhalb der Mario eigenen Jump'n'Runs, da hat er ja auch eine Menge zu bieten gehabt. Die sind nicht so ausführlich hier beschrieben, aber nochmal eine schöne Übersicht. Chronologisch nach den Jahreszahlen. Hier fängt natürlich mit Donkey Kong an. Geht dann später über Tennis, als er da Schiri war. So, bei Golf war er dabei, bei Punch-Out Cameron. Dann haben wir hier. Ah, okay, hier sind nochmal die Gameboy-Teile. Die sind jetzt nicht nochmal extra hier aufgeführt. Dr. Mario natürlich, Mario Paint. Also hier habt ihr nochmal, da ist auch noch die Super Mario Collection. Ne? Da habt ihr nochmal eine wunderschöne Übersicht. Chronologisch. Da kommt einiges zusammen. Jetzt versteht man auch, warum er seinen Job als Klempner aufgeben musste. Er hat ja eigentlich gar keine Zeit mehr. Okay, ich sehe gerade. Also hier sind nochmal alle Spiele drin, auch die Jump'n'Runs. So. Die Frage ist, habt ihr alle gespielt, diese Spiele hier? Seid ehrlich. So, sind wir schon am Ende? Ja, wir sind hier am Ende. Mario bedankt sich. Das ist ganz hinten. Ich gucke noch mal vorne, ob jetzt die Handheld-Teile, so die Gameboy, bei Gameboy Super Mario Land müssen wir ja eigentlich auch noch mal hier zeigen. Jetzt bin ich völlig verwirrt.
So, das kam ja nach dem Vorwort, da ist es doch. So, Super Mario Land, Seite 44 und Super Mario Land 2 auf Seite 72. Wie konnte ich das überblättern? Schande auf mein Haupt. So, das ist Super Mario Bros. 3. Da, Super Mario Land für den Game Boy ist hier natürlich auch dran, drin im Buch. Entschuldigt, dass ich es vorhin einfach überblättert habe. Auch ein eher untypisches Mario, das erste für den Game Boy, was so die Gegner angeht, oder Mario in seinem Flugzeug oder in seinem Submarine. So, das war natürlich nicht unterschlagen. Ein Meilenstein trotzdem gewesen. Kann man heute in ja, 20, 30 Minuten, glaube ich, durchspielen. So, und jetzt gucken wir nochmal zum Abschluss Super Mario Land 2. Da. Und das war dann auf dem Game Boy auch wieder ein richtiger Quantensprung. Wir haben eben die Grafik vom 1er gesehen. Ne, so kleine Pixel, kein Scrolling nach oben oder unten, nur zur Seite. Und das wiederum dann 6 Golden Coins. Das war nicht nur der erste Auftritt von Wario, sondern da gab es Full Scrolling, also nach oben, nach unten, links, rechts, überall schön große Sprites. Hat sich also grafisch sehr an das Super Nintendo Super Mario World angelehnt. Die berühmten Hasenohren, die er gekriegt hat mit der Karotte, um ein bisschen so zu schweben noch. Und wir gucken jetzt nochmal, ob man die, da sind die Levels, finden wir die Welt mit den N- und B-Blocks, die ominöse, was wir damals ja nur als, finde ich sie, finde ich nicht, als Lego-Welt bezeichnet haben. Aber die ist im R damals da. N- und B-Blocks, die Lego-Steine, ich sag mal Lego-Steine von Nintendo. Damals hatten sie einen Auftritt, wo sie hier noch keiner kannte. Ja, gut. Ah, zwischendurch die Kolumnen. Ich mache einfach weiter hier, was soll's. Ja, die hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Die Kolumnen zwischendurch gibt es immer noch mal ein paar Einblicke in die Spin-Off-Spiele. Da die Mario-Familie, Luigi, Peach, Wario. Was haben wir sonst noch an Kolumnen? Lasst mich mal hier nachschauen. Da haben wir noch Sportspiele mit Mario. Also die auch die ganzen Spin-Offs werden hier nicht groß besprochen, sondern haben ja auch nochmal einen Auftritt. Ja, als Basketballer, Baseball natürlich, Fußball, zwei Strikers kamen hier raus für GameCube und Wii. Könnte auch mal wieder was Neues kommen. So, haben wir noch eine Kolumne. Stimmt. Werden wir sie finden. Ich zeige euch einfach nochmal das Inhaltsverzeichnis. Da seht ihr, ich will euch jetzt nicht alles hier spoilern. Ihr wollt euch das Buch ja sicher auch kaufen. Und diese... So. Irgendwie habe ich es heute hier mit dem Schräghalten. So, jetzt aber. Die Kolumnen, das findet ihr alles noch zusätzlich neben den Hauptspielen. Ein schönes Buch, es hat, lasst mich spoilern, 256 Seiten. Da ist also ordentlich dick. Wie gesagt, kostet 30 Euro bei uns. Ab sofort erwerbbar beim Buchhändler eures Vertrauens oder online. Wer ein bisschen schmökern möchte, man erfährt jetzt nicht unbedingt was Neues zur Geschichte, aber hat einen schönen Überblick über alle Spiele im Laufe der Zeit mit Mario. Wie gesagt, die ersten 30 Jahre. Wir freuen uns, wenn wir dann hier bei Kalles Buchclub die zweiten 30 Jahre vorstellen können im Jahre 2045 beziehungsweise im Jahre 2047 mit der deutschen Übersetzung. Ich sage danke fürs Reinschauen und nachdem ihr das Buch gelesen habt, reingeblättert habt, freut euch und habt viel Spaß auch mit Mario Odyssey demnächst auf eurer Switch.
Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.